Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. Ja, heute war ich der Meinung, wollten wir hier nochmal die Art kleine Schaffarm mal wieder ausbauen, also Liebe machen. So schon mal nicht. Ja, fängt schon mal gut an, dieser Part. Also ich habe vorhin, gerade eben, ja, geschwankt zwischen einem neuen Let's Play oder halt zwischen Minecraft. Da ich noch was downloaden musste, habe ich mich jetzt vorläufig erstmal für Minecraft entschieden. Denn ich hatte auch vor mit dem lieben Sergen von Ghosty LP, The Hidden und Random G-Mods, beziehungsweise Horror G-Mods zu spielen. Da ich einfach auf... Lol. Wie bist denn du da hingekommen? Hast wohl alleine Liebe gemacht, ne? Hey. Nein, nein. Nein, böse. Hier darf nur ich hin. Also wirklich, ey, immer diese Schafe heutzutage haben keinen Respekt mehr. So, jetzt kann ich auch mal wieder hier weitermachen. Da ich hatte eben gedacht, dass sie wieder alle voll einsatzbereit sind. Kann man das so sagen, einsatzbereit? Ja, kann man bestimmt, aber ob es so gut ankommt, das wusste ich nicht. Oder weiß ich nicht. Wusste ich nicht, ist mir jetzt auch scheißegal. Denn es ist wieder abends. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich labern soll. Oder eigentlich tun soll. Habe ich ja generell nicht in Minecraft, also... Lust ins Matt, Liebe! Ich habe keinen Bock hier down, meine... Weizen, ja, ist auf Weizen, meine Weizenquellen zu verdammeln. Und ich habe hier noch leckeres Eis, was ich auch nebenbei essen werde. Ach, lecker. Schon mit Erdbeergeschmack. So, verrottetes Fleisch könnten wir in Höhlen mitnehmen, falls wir mal wirklich keine andere Notlösung mehr haben. Aber jetzt bräuchte ich erstmal schön Steak. Aber ey, das sieht doch so lecker aus, ne? Lecker Steak. Und jetzt mal ein paar Randinfos zu dem neuen kommenden Projekt, was ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen aufnehmen werde und auch hochladen werde. Wobei, ihr seht es wahrscheinlich noch vor diesem Part hier von Let's Play Minecraft. Ich werde das mit... Sergen von Ghosty LP aufnehmen, habe ich ja schon bereits erwähnt. Er ist zwar ein etwas größerer YouTuber, aber nun ja, ich kenne ihn halt. Connections. Ja. Er ist ein recht sympathischer Freund, beziehungsweise eine recht sympathische Type, wo ich auch finde, dass er euch sehr gefallen wird. Ob's vom Stimmlichen her ist, vom Sexuellen, ist mir auch scheißegal. Das könnt dann ihr unter euch ausmachen. Weil ich habe mit ihm nichts Sexuelles am Laufen. Warum sollte ich auch? Ich bin nicht homosexuell. Aber ich habe nichts gegen ich kann schon nicht mehr reden. Aber ich habe nichts gegen Homosexuelle. Da sie haben einen eigenen Lebensstil und den muss man halt... sich dran gewöhnen. Oder einfach nicht hinschauen, während sie sich küssen. Oder weiß Gott, andere Spiele treiben. Aber damit will ich ja nichts am Hut haben. Denn hier spiele ich für euch Minecraft. Wobei ich aber gar nicht weiß, was ich hier zu reden könnte. Und man das eigentlich auch nicht sagen sollte, denn kommt halt nicht so gut, aber ihr seid es ja schon seit mehr als 30 Parts von mir gewöhnt, also... Wobei die ersten Parts waren ja mit vorgefertigten Themen. Mann. Are you fucking kidding me? Wo kommt denn hier bitte schon das Wasser? Also wirklich. Ja, um die Uhrzeit passiert bei mir nichts Gutes mehr. Merkt's euch. Ist es hier schon Sprinten? Ah, oh, das ist Sprinten.
Na, geht doch. Bup. Mist. Da geht's ja auch nicht weiter. Warum baue ich das gerade mit Axt ab? Ja, man merkt, ich bin wieder unorganisiert bis zum geht nicht mehr. Also, wie ihr es ja auch schon von mir gewohnt seid. Aber heute könnte es etwas extremer sein, denn nun ja, es ist was Schlimmes passiert. Was es ist, will ich euch jetzt nicht verraten, denn es ist sehr privat. Okay, meine Freundin hat Schluss gemacht, aber ich will jetzt nicht wieder ins Emotionale abdriften. Also werde ich jetzt darauf nicht weiter eingehen. Nun, meine Freunde wissen das eh alle schon. Auch der größte Teil, die meine Videos schauen, also. Nase verstopft, wo ist mein Sinopret? Fuck, keine mehr drin! Jetzt müsste mein Schnupfen wieder ertragen. Da ich gerade kein Sinopret mehr habe, was meine Nase eigentlich wieder komplett frei machen sollte, aber da ich es ja nicht hier habe, habe ich es halt nicht hier. Ja. Ich soll jetzt mal meine Koordinaten irgendwo eintragen. Habe ich mein Handy mitgenommen? Ja, habe ich mitgenommen. Ha, ja, habe ich. So, jetzt mal hier kurz ein paar Notizen machen. Und zwar die Koordinaten von mir. Die muss ich auch noch merken. Plus Kack Spaß. Ja, sowas will ich nicht schreiben. Kacksast. Kackspast. Koordinaten. Koordinaten. Ja, das kommt davon, wenn man blind schreibt, also macht's lieber nicht. Also. Minus 303. Und, Momentchen. Werde mal kurz mein Handy irgendwo hinlegen, denn ich muss jetzt mal wieder ins Haus. Ich will dann nicht in die Höhle geleitet werden. Wobei ich bräuchte auch nur theoretisch die Koordinaten. Aber da bin ich immer so genau. So, 303. Dann habe ich hier 1497. Ja. 1497. So. Das habe ich jetzt auch. Und jetzt gehe ich mal auf Reisen. Erstmal gehe ich schlafen. Und zum Anlasse davon werde ich gleich auch die Monster mal anstellen, nachdem ich ein Stück Eis verzehrt habe. Lecker. Und noch ein. Dann habe ich mal eben mal kurz mein Eis auf meine halbe Tastatur verteilt. Und das kommt nicht sehr gut. So. Jetzt mal hier kurz irgendwo hingehen. Die Koordinaten habe ich, ja. Mit erhobener Stimme sagte er es. Also das mal hier. Zack, zack. Nein, da will ich doch nicht. Hier, einfach. So. Ah, Chunks laden. Na, nee. Ich habe keinen Bock, dass diese verkackten Chunks laden. Warum laden die nicht vorher? Warum wird nicht die Welt vorgeladen, beziehungsweise man lädt sie vorher ganz, so dass es eine 60er FPS gibt. Und dann. Boah, Alter. Ja, dann ohne Aufnahme so 1000 FPS. So dass es extrem ruckelfrei ist. Und nicht so wie ich eine 120 FPS ohne aufnehmen. Ja, ohne aufnehmen. Ich wollte gerade schon mit aufnehmen sagen, aber da habe ich mich nochmal gegen entschieden. Also 120 FPS mit aufnehmen, das wäre schon extrem nice. Aber da ich nur einen PC fürs Rendern optimiert habe,
habe ich jetzt den Salat. Also fürs Rendern und Arbeiten mit Photoshop und so weiter. Also ich habe nicht so einen Gamer-PC, sondern... Okay, theoretisch könnte ich ihn jetzt auch sofort umbauen lassen. Es ist ja nicht die Möglichkeit... Möglichkeit? Es geht ja nicht darum, dass ich die Möglichkeit nicht hätte, sondern da ich gerade keine Zeit habe. Haha. Da ich hier gerade mit einem anderen PC aufnehme, als ich es sonst tue. Okay. Als ich es bei anderen Games tue, wo das Spiel eigentlich ganz flüssig laufen sollte. Und das tue ich hier gerade. Ja. Schau dich mal die kleinen Unterschiede an. Also, ja. Oh, da. Nein. Stirb. Ich bin böse. Hellgraue Wolle, graue Wolle, okay. Oh, mein Tipp verhungert gleich. Ich hab die Steaks zu Hause vergessen. Nein. Warum hat mein Typ das zweite eben auch noch gegessen? Warum? So, jetzt habe ich nichts mehr, aber ich könnte mir ja noch auf dem Weg eine Workbench machen und dann craften. Aber erstmal wird hier ein bisschen Wolle gefarmt von diesen Schafen, von denen ich gar keine Ahnung habe, dass sie existieren. Upp. Ja, hellgraue Wolle und Wolle. Warum hat die so eine Art Zaun? Was sind das hier eigentlich für Teile? Das weiß ich gar nicht. Oh, die sehen ja hübsch aus. Stirb. Droppen die Tintenbeutel. Haben die sich da nicht verschrieben? Nee. Diese Witze sind selbst zu der Zeit hier nicht angebracht. Hup. Und nebenbei nochmal kurz einen Löffel Eis essen. Ja, sorry, ich nerv euch damit, aber... Selbst ein Gamer muss mal was essen. Zuckerrohr. Ohohoho. Hey! Nein! Ich muss schnell irgendwo hinkommen. Und ich langsam. Das ist wütend. Das mag den anderen nicht. Herzlich willkommen bei der neuen Sitcom. Hier ist gerade Günther Wiesenhof und Fritz Kalkbrenner. Günther Wiesenhof hat Fritz Kalkbrenner leider eine gescheuert. Darauf wurde Fritz Kalkbrenner sehr wütend und dann hat er... Wie hieß dieser Typ nochmal? Günther irgendwas? Eine zurückgepfeffert. Und somit wurde er noch wütender als er. Und jetzt haben sie sich alle wieder vertragen. Ja. Das war die kürzeste Sitcom aller Zeiten, würde ich mal sagen. Okay, ich weiß es nicht, aber... Zuckerrohr! Hui! Oh, yeah. Mann. So, wo bin ich jetzt von den Koordinaten? Ja, Use Memory. 23%. 21. Und da sagt man Minecraft frisst dich viel RAM. RAM. Ich kann schon nicht mal reden. Und ja, man sieht ja gerade, ich habe nur 2 GB RAM drin, aber es wird sich auch bald auf 8 erweitern. Aber das dauert leider noch ein paar Monate. Denn dann habe ich erst Geburtstag, dann kann ich mir das erst holen. Ich weiß, ich spamme euch damit wohl! Alter! Geile Höhle, muss man sagen. Aber ich muss es euch ja mitteilen, denn dann könntet ihr auch bald eine schönere Videoqualität bewundern. Also, ich auch beim Zocken, weil dann hätte ich im Vollbildmodus... mehr FPS. Oh, hier geht's ja nach unten! Das ist ja spannend. Lava, mein größter Feind, aber auch mein größter Freund. Mücke, fick dich. Creeper, nein. Alter. Will der mich verarschen?
Creeper, wirklich! In einer Höhle! Creeper! Ah, Creeper! Nee. Nicht mit mir so ein Scheiß hier. Den kannst du woanders abziehen. Alter, so viele Creeper hier. Wow. Wow, 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 wow. War ich hier schon mal? Ich weiß es nicht. Was ist das? Ah, Golderz, okay. Merke ich mir fürs nächste Mal. Oh, wieder Golderz. Wieder Golderz. Wieder Golderz. Wieder Golderz. Wieder Golderz. Oh, ey, Alter. Wo bin ich denn jetzt hier? Also, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Wäre möglich, denn ich habe hier schon zwar nicht sehr viel erkundet. Mann. Nein, nein. Oh, ich habe keinen Bock, da wieder reinzufallen. Nein. Nein. Böse. Ich habe Angst, dass hier gleich irgend... Wirklich. So, löschen. Ah, hi Creeper, du hast dich da irgendwo hin verirrt. Ich hab vergessen, dass er auch trotzdessen noch zünden kann. Und daran merkt man, man spielt nicht mit Feuer. Merkt es euch, Kinder, wenn ihr es nicht bereits gelernt habt. Was willst du machen, Günther? Hä? Ja, Günther hat gefressen. Ich werde das hier eh in zwei Parts aufteilen, denke ich mal. Falls ich es nicht vergessen werde. Also habe ich ja noch... Ey, ich habe vergessen, das auszuschalten. Oder theoretisch könnte ich jetzt ja auch hier den Part schon mal beenden. Denn ich habe schon wieder 2 Minuten Überlänge, als ich eigentlich machen wollte. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!